Hallöchen Leute, Ladies and Gentlemen, ich bin Davy. Ich bin Ninja Kiwi. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu Shantai and the Pirates Curse mit dem 19. Part. So, ich habe eine kleine Wette, wie gesagt, verloren, also muss ich noch eine Runde spielen und dann ist erst wieder Ninja Kiwi dran. Nee, du spielst jetzt deine Gesundheit. Danke. Du spielst jetzt deine Runde und ich habe meine Runde gespielt. Ja. Also du hast meine Runde gespielt und jetzt spielst du deine Runde. Genau, und so. Weil ich glaube, dass wir hier... Ah, siehst du, habe ich mir schon... Wo bist du jetzt her? Wer ist an der Tür? Du riechst hübsch und süß. Weißt du nicht, dass dies das Oblede des Leidens ist? Der tiefste, dunkelste Ort im Dorf der verlorenen Seelen. Es ist nur für widerliche Taugenichtste bestimmt. Verschwinde. Ach. Ja, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Und du hast die blaue Münze erhalten. Ui. Weil ich habe gedacht, ey, ich habe da was vergessen. Das sage ich doch die ganze Zeit. Ja, weil ich glaube, da oben war es eigentlich nicht Ziel hinzugehen. So, okay. Dann heißt es, da ist die nächste Stätte des Bösen. Okay, dann geben wir dem auch seine Münze zurück. Hast du alle unsere Münzen gefunden? Dann sollen wir jetzt spielen. Sag mir, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Lass uns das Ratespiel spielen. Bei dem Spiel geht es darum, uns alle drei nacheinander zu besiegen. Auch wenn du nur einmal falsch rätst, musst du wieder von vorne anfangen. Wenn du alle drei Rätsel schaffst, gehört der Schatz dir. Sag mir, Kopf oder Zahl? Ich würde sagen Zahl, hä? Werfen? Und? Kopf! Versuch's nochmal. Okay. Nochmal. Dann versuch's. Ja, bla bla. Ja, bla bla. Wieder Zahl. Ja. Ich würde Zahl, ja. Und? Schon wieder Kopf. Okay, gut. Dann machen wir jetzt mal Kopf. Vielleicht wirft er immer nur Kopf. Ja. Kopf. Und? Was? Alter, du Drecksau. Okay. Jetzt nochmal Kopf. Und? Zahl. Kopf, richtig. Yeah. So, und die wirft jetzt Zahl. Und? Jetzt... Zahl. Ui. Und Kopf, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ja. Juhu. Wieder richtig. Wir haben einen Gewinner. Hier ist dein Preis. Du hast das Medaillon erhalten. Wow. Und was kann das? Ich denke mal, dass wir mal das Vieh da hinten sehen, bestimmt, oder? Das Vieh da hinten. Ach so. Ja. So, komm. Einmal weg, 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 weg. Wow, das war knapp. Das war nochmal knapp. Und ich glaube, wegen hier dann. Wer ist an der Tür? Du riechst hübsch und süß. Weißt du nicht, dass dies das Oblet des Leidens ist? Der tiefste Dunkelort im Dorf der verlorenen Seelen. Er ist nur für widerliche Taugen nicht sehr bestimmt. Verschwinde. Ich habe aber das Medaillon. Ja, immer noch das Gleiche. Schlecht. Kannst du nicht deine Totenmaske aufsetzen oder so? Ich glaube nicht, dass ich sie einfach so aufsetzen kann. Das glaube ich nicht. Warte, was versteht ihr? Erhöht kurzzeitig deine Angriffskraft. Ein Schluck lässt deine Angriffskraft für kurze Zeit explodieren. Okay. Boop. Blasen. Was ist das? Super Pick'n'Ball. Medaillon. Was kann es? Zeigt das Bild von einem Mädchen, zwei älteren Jungen. Zeigt das Bild. Ah! Das der Tusso musst du das zeigen. Genau. So. Zack. So. Ein Medaillon? Ist das meins? Hier. Du gibst Medaillon. Also, kommt es dir bekannt vor? Ja, irgendwie schon. Ich werde es einmal öffnen. Oh, schau dir das an. Meine Brüder. Ich habe zwei Brüder. Jetzt kann ich mich ganz deutlich an sie erinnern. Der hier rechts, der ist so groß und hübsch. Das ist mein großer Bruder. Haha, und der da links, das ist so ein Dummkopf manchmal. Er ist auch älter als ich, aber nur ein bisschen. Sie haben früher immer auf mich aufgepasst. Aber da sollte noch jemand sein. Kein Problem, beschreib einfach, woran du dich erinnerst. Also in meinen Träumen kommt und geht sie.
Sie ist hübsch und schlau und ich will genauso sein wie sie. Sie ist meine beste Freundin auf der Welt. Aber wenn ich versuche, sie zu greifen, dann... Was dann? Ich weiß es nicht. Irgendwas geht dann immer schief. Ich muss sie irgendwie verärgert haben. Ich würde ihr einfach gerne sagen, wie wichtig mir ihre Freundschaft ist. Ich versuche, sie zu fassen. Aber sie rennt weg. Dann wache ich auf und bin wieder hier. Ich glaube, ich verstehe dich. Echt? Ja. Ich verspreche dir, ich werde deine Freundin finden und ihr sagen, wie du dich fühlst. Oh, vielen Dank. Weißt du, ich denke, irgendwann kann ich diesen Ort wieder verlassen. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier und träume von unseren gemeinsamen Abenteuern. Oh, es gibt hier noch jemanden, der deine Hilfe gebrauchen könnte. Du kannst ihn mit diesem Licht herbeirufen. Hab keine Angst, wenn du ihn siehst, okay? Du hast die Hoffnungsflamme erhalten. Okay, dann glaube ich, jetzt muss mir hier rechts dann, oder? So. Ach. Bumm. Das war wieder ungeplant von mir. Und unnötig. Ja. So. Ja, ich weiß, ich bin hübsch und süß und was weiß ich und verschwinde. Hab einen schönen Hüftschwung und der will trotzdem nicht. Ja. Komisch. Vielleicht woanders da? Gute Frage. Nächste Frage. Vielleicht müssen wir jetzt hier links. Aber ich glaube es nicht. Okay. Fortuna war auf deiner Seite. Okay. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Okay, versuchen wir es wieder rechts, links. Oder? Oh, oh, das ist so fies mit euch. Spastis, ey. So, zack. Press. Oh, Alter. Das war zu hoch. So, diesmal. Hat's geklappt. So, zack, zack. Zack. Hummerschwanz, wieder ein. Juhu, wir brauchen nur noch einen. Es sei denn, er will jetzt was anderes. Fetti. Ja, der will bestimmt irgendwas anderes. Da bin ich mal 100% sicher. Ich sag ja, jetzt kommt Burger oder sowas. Ja. So, das war... Und jetzt... Nein. Ich hab gedacht, vielleicht kann man das umschlagen oder sowas. Guck mal, wie die mit dem Arsch wackelt. Wie so eine Katze. Ja. Mit Jagdinstinkt. Wo müssen wir jetzt nur hin? War irgendwas noch oder so? Haben wir irgendwas noch verpeilt, Ninja Kiwi? Ich kann dir gerade nicht folgen. Weil, wie gesagt, vielleicht müssen wir wirklich hier hoch, aber... So, du bist jetzt Geschichte. Da geht auch nichts. Geht nichts. Geht gar nichts. Das ist halt so komisch. Ja, was hat das für eine Funktion, ne? Ja, für was? Wir kommen doch hier hoch, weißt? Irgendwas muss man da machen. 100%. Aber vielleicht auch erst später. Aber trotzdem, okay, dann heißt dann hier wohl nicht mehr, dann muss man doch wohl nochmal nach rechts oben. Mach mal, Mann. Mach mal. Ja, ich bin doch schon dabei. So. Wow, da war der Drache. Ja. Magst du nicht, oder? Nee, ich mag nicht. Schneller. Warst zu langsam. So. Vielleicht hier? Hier. Genau, die Flamme. Ah, ja, natürlich. Oh. Ja. Ja. Hier geht gar nichts. Du gibst Hoffnungsflamme. Oh. Wer hat Feuer angezündet? Du solltest nicht hier sein. Ich Yoda bin, wie nennt man dich, junge Dame?
Shantae, Sir. Shantae, komisch Name. Ah, stimmt, ich habe auch einmal eine Tochter, aber ich vergesse alles über sie. Ich vergesse wohl alles. Joker an der Tür, er sagt, das hier ist das Dorf der verlorenen Seelen. Ich bin zu dieser Insel gekommen, um jemanden zu suchen, den ich verloren habe. Ich schieße Kobolde und drehe um Baumstämme, um sie zu erreichen. Wie war denn ihr Name? Oh, das ist panisch, erinnere mich nicht. Ich bin viel zu lange hier gewesen, vielleicht schon viele Jahre. Ich muss den Joker an der Tür treffen. Zeig ihm meine Faust, vielleicht haue ich ihn auch mit einer Leiter. Du sollst auch von hier verschwinden, ehe du auch vergisst, warum du kamst. Oh, ich kann jetzt einfach gehen. Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss erst das Böse an diesem Ort zerstören. Oh, mutig. Ich wäre stolz, wenn du meine Tochter wärst. Hier, damit kommst du ohne Probleme rein. Ich kümmere mich um den Joker. Ich würde ja jetzt mal schätzen, dass das unser Vater ist. Du hast den männlichen Moschus erhalten. Oh. Okay, aber trotzdem. Futter was? Ja, Futter, genau. Komm, Kendo. So, gut. Gut, dann jetzt hier runter und dann jetzt würde ich sagen, können wir hier hin. Oder? Zu dem Tor, Dingsens. Genau. Jawohl. Willst du den männlichen Moschus freigeben? Stink es voll! Du gibst männliche Moschus. Schnief, schnief. Oh Mann! Du riechst wie ein mutierender Büffel. Komm rein und lass dich etwas quälen. Ich werde den Drachen zu unseren Unterhaltung vorbereiten. Er mag Drachen. Ja, Leute, dann sieht's jetzt aus, dass wir die nächste Stätte des Bösen erreicht haben. Und das ist das Oblite der Schmerzen, okay? Das gefällt mir schon mal gar nicht, wenn hier Feuer ist. Okay, da muss man jetzt aufpassen. Meinst du, ich soll's wagen oder? Nee, ich wag's nicht. Oh, Money, Money, Money. Oder? Kann ich runter? Nein. Soll ich oder soll ich nicht? Mach doch da. Mein Gott, da kannst du in der Mitte stehen bleiben. Oh. Ja, für nichts. Ja, und? Hätten wir. Stell mal vor, da wäre jetzt Jackpot drin gewesen. Wow. Oh, wie süß, eine kleine Knoblauchzehe. Wie süß. Bam, 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 bam. Ja, das ist eine süße kleine Knoblauchzehe. Oh, guck mal. Wow. No. Das war nicht so gewollt. Fick dich, du Stück. Ich mach's doch schon. So. Pep. Ui, ein Herz. Okay. Okay. Da muss ich jetzt mal kurz warten. Oh, das sind sogar zwei. Ba, 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 ba. Wir kriechen eine Runde. Okay. Guck mal, da ist der Teufel. Siehst du den? Im Hintergrund. Oh, guck mal, Speichern. Und Herzen. 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 Speichern. Bitte das Gerät nicht ausschalten. Speichern abgeschlossen. Hoi, hoi, hoi. Wow. Wow. Das war aber gekocht. Das musst du zugeben. Ja, sah nicht schlecht aus von hier. Oh. Wow, ein Riesenherz. Ja, sogar volle Energie wieder. Ui, 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 ui. Oh Gott. Ja, komm, also das geht ja. Ja, klar. Oh, guck mal. Ah, eine Karte. Wir haben die Karte erhalten. Du hast die Karte von Oblite erhalten. Okay. Oh yeah, hast du es gehört? Wie sie sich gefreut hat. Aha. Oh. Das war eigentlich jetzt Magic. Zufall, dass ich das jetzt. Das war eigentlich jetzt mal. Ich habe mir gedacht, ich mache es. Ein Tittenherz. Okay. Nein, da klappt's nicht. Aber vielleicht kannst du da irgendwie durchspringen oder so. Nein. Wow. Wow. Das war nicht schlau. Nein, das kommt nicht mehr hoch. Oh, schade. Laber nicht. Okay, muss mal runter oder was? Oh. Okay. Aha. Okay. Okay. Gut. Ja, okay.
Dann erstmal hier nach links. Anscheinend. Aha. Oh. Ja, ist ja kein Problem, da ist ja so komischer Wind, der dich hochbläst. Lass mal los und kannst ja wieder dann dran machen. Fall mal ein bisschen runter. Sei mutig. Geh doch weg, wo... Ah, Alter. Ja, ich weiß, es war nicht schlau. Alter, Walter. Oh Gott. Aber, meine Herren, der Davy, der hat das drauf, Leute. Also Respekt vorm Alter. Oh. Ich würde nach rechts rausgehen, ne? Ja, mache ich auch. Also da oben, ne? Ja. Ah. Oh. Eine kleine Knoblauchzehe. Ich glaube, oh, oh. Jo. Größere Viecher. Ah, die machen ja nichts. Die wollen nur spielen. Ja. Oh, 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 wie süß. Viele kleine Knoblauchzehen. Nimm dir das, was da ist. Ja. Ja, guck mal, es ist doch schon fertig, der erste. Grandios, Davy. Ordentlich. Und er macht sogar seine eigenen Knoblauchzehen kaputt. Ich glaube nicht, dass es Knoblauchzehen sind. Aber trotzdem lustig, okay. Also, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Und rüber. So. Geschmeidig, mein Freund. Das heißt jetzt, ich muss jetzt erstmal wieder hoch. Nein, falsch. Okay. So. Nein, noch eins. Nochmal. Jetzt hier. Jawohl. Oh je, oh je, oh je. Jo. Genau, halt die Gosch. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Ha, guck mal, ganz geschmeidig. Wie eine Katze. Noch ein Hummerschwanz. Juppie. Siehst du, jetzt haben wir schon mal zwei, glaube ich. Mhm. So, okay. Guck mal, da links geht's nicht weiter. Wow. Yo, ganz gemütlich. Okay. Aha. Okay. Aha. Aha. Das war fies. Ja, ein bisschen. Okay. Okay. Ah, wow. Das war so ein kleines Rätsel, was? Ja. Achtung! Ich hab's gesehen. Dir fällt ja die Decke auf den Kopf. Oh Gott, das sind so Herzinfarkt-Momente in jedem Videospiel. Eine kleine Platte, die man erreichen muss. Achtung! So, und jetzt geht's erstmal runter. Ja, aber. Entschuldigung. Was denkst du denn? Wir sind hier nicht bei schöner Wohnen. Oh, Boots. Und wir können jetzt 100% höher springen. Wetten, du hast Risky Stiefel erhalten. Also Risky Boots quasi. Wenn Chantal anfängt zu glühen. Ah, das war glühen wahrscheinlich. Ja. Und dann kannst du wahrscheinlich durch solche... Wow! Okay. Nochmal. Das war ja Wahnsinn! Wow! Das war. Ah, jetzt kannst du auch über solche Dinger laufen. Aber ich weiß nicht mehr, wo das erforderlich war, so schnell zu rennen. Hui. Alles klar.
So, aber, okay, hier können wir es jetzt wieder benutzen. Mhm. Weißt du, an was mich das erinnert? An Metroid. Jetzt ohne Witz. Mhm. Das erinnert mich saustark an Metroid gerade. Aber mich aber auch ein bisschen an Zelda, weil du ja dieses zip, zip, zip und dann rennst, ach weißt so. Du? Ja, ja. Auch mit dem Schwert voran. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, wir speichern hiermit ab und beenden auch hiermit den Part. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode von Shantae and the Pirate's Curse. Mit Naja, Kiwi und Davy. Tschüssi. Koski.